Okay. Yes, good evening, everyone, and welcome to the last plenary session of the 2020 DMFO annual meeting, coming to you online from Chemnitz. My name is Oliver Ernst. I'm here as the current chair of the TU Chemnitz Math Department and as a member of the program committee. The communication of the beauty and utility of mathematics on behalf of research mathematicians is not only rewarding, but crucial for the support of our profession by the general public. DMFO annual meetings therefore traditionally feature a lecture which is addressed to the mathematically interested general public. And this evening's presentation is this year's public lecture. Since the Chemnitz Math Department has been longing for a new building for many years, we have developed somewhat of an obsession with contemporary architecture. And so tonight's speaker, Professor Helmut Pottmann, a pioneer in the field of architectural geometry and design, is an absolutely perfect fit. And it is a great pleasure to welcome him here this evening. Thank you. Professor Pottmann received his PhD from the TU Wien in 1983 and became a professor there in 1992. There he is the former head of the Applied Geometry Research Group and founder of the Center for Geometry and Computational Design. He's held visiting positions at the University of California in Davis, Tsinghua University in Beijing, Purdue, Hamburg, Kaiserslautern, Darmstadt, and the TU Munich. He currently holds dual positions at the TU Wien and also at KAUS, the King Abdullah University of Science and Technology in Saudi Arabia, where he is the founding director of the Geometric Modeling and Scientific Visualization Center. He also serves as the scientific advisor of Evolute, a company based in Vienna that specializes in geometric modeling in architecture and industrial design. He is the author of two successful books, Computational Line Geometry with Wallner and Architectural Geometry with Aspal, Hofer, and Kilian. He's also a prolific writer, having published over 200 research articles in the areas geometric modeling, differential geometry, approximation theory, and numerical analysis. Of the many awards and honors he's received, let me just mention the 2008 award of the John Gregory Memorial Award, which is given every 3 years to an individual who has made fundamental contributions to the field of geometric modeling. In 2017, he gave the Gauss Lecture of the German Math Society in Munich. In 2018, he received the Eurographics Outstanding Technical Contribution Awards, as well as the Pierre Bézier Award given by the Solid Modeling Association. In 2018, he was also elected a SIAM Fellow. He is extremely well regarded also in architecture-related fields and has successfully transferred his research into architectural practice, including a number of internationally renowned architectural projects. His research combines mathematical depth and elegance, effective algorithmic solutions, and high practical relevance. As in the case with many scientific and technological accomplishments, mathematics is a key enabling factor, and so it is with the design and construction of buildings with striking, beautiful shapes and materials. The interplay of geometry, computer graphics with the design and realization of free-form structures is the topic of tonight's lecture, which promises to be a feast for both the mind and the eye. So please join me in giving a warm welcome to Professor Helmut Pottmann. Thank you. Thank you very much. Yeah. Okay, dann auch von mir guten Abend. Und herzlich willkommen Ihnen allen an Ihren Internetempfängern. Sie haben sich zum öffentlichen Vortrag der DMV-Jahrestagung 2020 eingeloggt und ich begrüße Sie alle im Namen des lokalen Organisationsteams hier aus Chemnitz mit ein paar einführenden Worten. Die DMV, die Deutsche Mathematikervereinigung, ist die Standesorganisation der Mathematikerinnen und Mathematiker in Deutschland. Seit 1890 setzt sie sich für alle Belange der Mathematik ein
und fördert Forschung, Lehre und Anwendungen der Mathematik sowie den nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch. Für uns Mathematikerinnen und Mathematiker ist es eine Herzensangelegenheit, die Öffentlichkeit für die Schönheit und Anwendungsvielfalt unserer Wissenschaft zu gewinnen und damit auch für deren Unterstützung zu werben. Deshalb ist der öffentliche Vortrag ein traditioneller Bestandteil der Jahrestagungen der DMV von großer Bedeutung. Wir sind sehr glücklich, dass wir dafür Professor Helmut Pottmann gewinnen konnten, den ich kurz vorstellen möchte. Die Experten werden feststellen, dass ich eine ganze Reihe von Auszeichnungen und Ehrungen aus der englischen Laudatio meines Vorredners jetzt weglasse, um nicht zu viel zu wiederholen. Man kann es ganz kurz darin zusammenfassen, dass Herr Pottmann ein Mathematiker von höchstem internationalen Renommee ist und wir uns sehr freuen, dass wir ihn gewinnen konnten für diesen Vortrag. Erwähnen möchte ich immerhin, dass er an der TU Wien im Jahr 1983 promoviert hat und dort seit 1992 Professor ist. Er hatte eine weitere Professur an der King Abdullah University of Science and Technology in Saudi-Arabien, kurz KAUST, eine Institution, die hervorragenden internationalen Ruf genießt. Professor Pottmann ist ein anerkannter Experte in den Gebieten Computergrafik und geometrisches Design. Seine Ergebnisse kombinieren mathematische Tiefe und Eleganz und algorithmische Effizienz. Und das Ganze mit hoher praktischer Relevanz. So sind seine Erkenntnisse auch in eine Reihe international beachteter Architekturprojekte eingegangen. Hier sieht man auf einem Terrain, wo es vielleicht nicht so erwartet ist, wie Mathematik eine Schlüsselrolle für moderne Technologien spielt. In diesem Fall als Grundlage für den Entwurf und Bau von Gebäuden mit wunderschönen freien Formen und interessanten Materialien. Wie unser Dekan das eben schon verraten hat, liegt uns das sehr am Herzen, weil wir schon seit Jahrzehnten in einem Provisorium untergebracht sind und von einem Neubau träumen. Jetzt aber Schluss mit Träumen. Wir alle freuen uns auf ein Fest für Geist und Auge bei Mathematik Undercover. Lieber Herr Kollege Pottmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese fast zu gute Laudatio. Sie haben damit die Erwartungen sehr hoch geschraubt und es wird gar nicht einfach, diese zu erfüllen. Also wie schon gesagt, ich werde versuchen, meinen Vortrag so zu gestalten, dass ich vor allem auf die Schönheit der Mathematik und der Geometrie zu sprechen komme. Ich werde dem Anlass entsprechend versuchen, fast alles anhand von Bildern zu erklären und ich hoffe, dass das dadurch leicht verständlich wird für ein breiteres Publikum und auch trotzdem interessant ist. Naturgemäß gibt es auch gewisse Details, die ich heute unter den Tisch wischen will, sondern es soll heute so das schöne große Gesamtbild im Vordergrund stehen. Ich möchte, Moment, das ist irgendwie, ja, gleich vorweg betonen, dass das, was ich hier vorstelle, die Arbeit sehr vieler Leute ist. Das sind die Ergebnisse von Forschungen aus fast 15 Jahren. Wenn man jetzt zu Design kommt, Moment, dann kann das sehr viel sein. Wenn man nicht genau schaut auf dieses Bild, glaubt man vielleicht einen Schmetterling vor sich zu haben. Und in der Tat wurde der Designer hier von einem Schmetterling inspiriert. Was Sie aber wirklich sehen, sind zwei Stühle und natürlich müssen diese Stühle auch eine gewisse Funktion erfüllen. Man soll darauf halbwegs bequem sitzen und natürlich müssen sie auch eine Person tragen. Also der Entwurf eines solchen Stuhls ist keinesfalls ein rein geometrisches Problem. Es kommt auch eine Funktion hinzu und das wird in meinem Vortrag immer wieder auch vorkommen. Design kann vieles sein und Mathematik spielt in Bereiche hinein, in denen man sie nicht erwarten würde. Also jeder weiß, was Origami ist. Ich zeige hier zwei Beispiele.
Es gibt aber sogar zwei Bücher zur Mathematik des Papierfaltens und von Origami. Und es gibt eine Software, die nennt sich Origamizer. Und da kann man Folgendes machen. Man sieht hier auf der linken Seite in diesem Fenster ein 3D-Modell eines Hasen. Die Software spuckt dann hier aus einen Faltbogen, ein Faltmuster. Und wenn man sich auskennt, wie man sowas faltet, kann man daraus in der Tat diesen Hasen falten. Da wird natürlich sehr viel von diesem Papier ins Innere des Hasen gestopft und es ist alles andere als einfach, das mit Hilfe dieser Anleitung zu bauen, aber ohne diese ist es natürlich noch schwerer. Wie schon angekündigt wurde, befasste ich mich in meiner Arbeit sehr viel mit moderner Architektur, mit sogenannter Freiformarchitektur, und das wird auch der Hauptteil meines heutigen Vortrags sein. Es gibt da zahlreiche Projekte in diesem Bereich. Hier zum Beispiel ein Projekt von Zaha Hadid in Seoul. Da treten Formen außen auf, aber auch innen, die eine geometrische Komplexität aufweisen, die man früher in der Architektur eher nicht gesehen hat. Also diese Freiformarchitektur hat große Projekte hervorgebracht. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, und man sieht es an diesen Bildern, dass die Realisierung solcher Formen auf dieser großen architektonischen Skala schwierig und natürlich auch kostspielig ist. Die vorhandenen Entwurfsmethoden sind nicht auf diese Anwendung zugeschnitten. Das ist ein gewisses Problem. Die Entwurfsmethoden stammen aus dem Automobilbau und dem Flugzeugbau. Da gibt es mathematisch auch sehr interessante Verfahren, um so eine sogenannte Freiformkurve zu erzeugen, hier mit einem Kontrollpolygon oder eine Freiformfläche mit einem Kontrollnetz. Wenn man jetzt ein Automobil baut oder andere Anwendungen vor sich hat, so folgt diesem digitalen Entwurf dann die digitale Fertigung. Es wird mit Hilfe von computergesteuerten Fräsmaschinen werden Formwerkzeuge, sogenannte Bauformen generiert. Das ist zwar kostspielig, aber man kann mit derselben Form hohe Stückzahlen fertigen. 3D-Druck ist heute auch eine gewisse Alternative, aber für den Bereich Freiformarchitektur, über den ich sprechen will, jedenfalls derzeit noch nicht einsetzbar. Also zurück zu dieser Freiformarchitektur. Traditionell in den letzten 20 Jahren und 15 Jahren beginnt man zuerst mit einem rein geometrischen Entwurf, mit einem üblichen CAD-System. Das lässt sich natürlich sehr schön rendern als Architektur, aber keinesfalls so einfach bauen. Ich zeige hier ein etwas extremeres Projekt, ein Projekt von Zaha Hadid Architects, das letztlich dann nicht realisiert wurde, weil die Kosten zu hoch waren. Einen solchen Entwurf kann man natürlich nicht, klarerweise nicht aus einem Stück bauen, man muss eine solche Fassade in Paneele zerlegen. Und das Problem einer echten freien Form ist das, dass egal wie man das zerlegt in Paneele, im Grunde je zwei Paneele verschieden sind. Jetzt, wenn das aus Glas gefertigt werden soll, so müsste man eigentlich für jedes Panel eine eigene Bauform zuerst anfertigen oder zumindest eine eigene Maschinenkonfiguration, und das wird zu teuer. Und da setzt nun die Mathematik ein. Was kann man machen, um auch solche freie Formen zu erzeugen und das Ganze innerhalb von vernünftigen finanziellen Aufwand durchzuführen? Die einfachsten Paneele sind natürlich die ebenen Paneele. Aber auch hier gibt es Probleme, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht erwarten würde. Was man hier sieht, ist so eine Freiform-Architekturausschnitt. Und man sieht eine Zerlegung in Vierecke, und um da ebene Vierecke zu erreichen, muss man auch einiges wissen. Hier sieht man dann die Ausführung als Fassade. Jetzt werden Sie sagen, naja, wozu nimmt man Vierecke? Man könnte ja Dreiecke verwenden. Das wird in der Tat auch in manchen Projekten so gemacht. Hier ein Projekt aus Polen, eine Shopping Mall, als Dreiecksnetz ausgeführt. Die Dreiecke sind natürlich eben, aber bei einem Dreiecksnetz stoßen in einem Knoten üblicherweise sechs Kanten zusammen. Und die Art und Weise, wie diese Kanten da zusammenstoßen, welche ja dann in der architektonischen Ausführung als Träger ausgefertigt werden, diese Art und Weise ist durchwegs kompliziert.
Also man verlagert hier die Komplexität in die Geometrie der Knoten und da gibt es eigene Patente, um solche Knoten zu fertigen. Es ist keine einfache Angelegenheit. Das ist ein weiteres interessantes Thema, die Geometrie der Tragstruktur in solchen Architekturprojekten. Der richtige oder der ideale Paneltyp hängt natürlich vom verwendeten Material und dem Fertigungsprozess ab. Wenn man etwas so wie Frank Thierry das gerne gemacht hat, Blechfassaden bevorzugt, dann sind sogenannte abwickelbare Flächen oder einfach gekrümmte Flächen gut geeignet. Ich komme darauf später noch genauer zu sprechen. Es gibt weitere Probleme wie die Anpassung der Fassade an das Innere, die Statik, ein wichtiges Thema natürlich, und viele mehr. Und die Lösungen dieser Probleme benutzen durchwegs Mathematik und auf einige davon will ich eingehen. Es wurde schon eingehend erwähnt, dass da so ein kleines Arbeitsgebiet entstanden ist in den letzten Jahren, das man als Architekturgeometrie bezeichnet. Und da geht es eigentlich um die Entwicklung von neuen Entwurfsmethoden, welche Form, Funktion und Fertigung berücksichtigen und damit die komplexe Architektur realisierbar machen. Also es soll nicht so sein, dass man zuerst etwas entwirft, was man dann schwer oder nur unter riesigem finanziellen Aufwand bauen kann, sondern es soll eigentlich von vornherein nur etwas entworfen werden, was auch realisierbar ist. Und da ist durchaus formenmäßig sehr viel möglich. Als Mathematiker interessieren wir natürlich vor allem auch die mathematischen Methoden für diesen Zweck. Und es ist durchaus bemerkenswert, dass die Forschung in Architekturgeometrie auch rein mathematische Forschung stimuliert hat. Dem Mathematiker steht es nicht zu, ein optimales Design zu berechnen, sondern man stellt Methoden bereit zur Exploration der Vielfalt möglicher oder optimierter Designs. Und wie auch schon eingehend erwähnt, habe ich auch einen gewissen Bezug zur Architekturpraxis durch eine ganz kleine Firma, die wir 2008 hier in Wien gegründet haben. Und die meisten Projekte, die ich heute zeige, sind über diese Firma Evolute entstanden. Nun, ich möchte einen kleinen Überblick geben über die Themen, die ich jetzt konkret ansprechen werde. Ich werde zuerst über Freiformarchitektur aus ebenen Paneelen sprechen. Dann gehen wir über zu gekrümmten Elementen und das soll illustriert werden anhand eines prestigeträchtigen Projektes auf dem Eiffelturm, das inzwischen realisiert ist. Ich will dann über Origami und eine Erweiterung, sogenanntes Kirigami, sprechen und zum Schluss noch über geometrische Modellierung unter Nebenbedingungen aus Statik und Fertigung. Also zuerst gleich mal zu den ebenen Paneelen. Hier machen wir gleich mal einige Vereinfachungen. Wir vernachlässigen zuerst gewisse Details wie die Dicke von Trägern, Paneelen, Fugen und so weiter und setzen diese ebenen Paneele lückenlos aneinander in Form eines sogenannten polyhedralen Netzes. Polyhedral bedeutet, dass die Seitenflächen eben sind. Hier sehen Sie als Bild ein Vierecksnetz. Da könnten aber auch jetzt Dreiecke dabei sein, wie in diesen beiden Bildern. Es könnten auch Sechsecke sein und so weiter. Fundamental für das Gesamte sind in gewisser Weise die Netze aus ebenen Vierecken. Ich nenne es im Folgenden PQ-Netze, aber das PQ kommt aus dem Englischen und steht für Planar Quad. Pioniere auf diesem Gebiet sind die deutschen Ingenieure Schleich und Schober. Vielleicht kennt jemand von Ihnen das Flusspferdehaus im Berliner Zoo. Das ist so ein Vierecksnetz aus ebenen Vierecken. Doch die Vierecke sind dort Parallelogramme, die erzeugte Form, eine sogenannte Schiebfläche, und es ist nicht wirklich eine allgemeine Freiformfläche. Es stellt sich also die Frage, lassen sich mit solchen Netzen aus ebenen Vierecken beliebige freie Formen realisieren? Die Antwort dazu liefert die Differentialgeometrie. Nun, weil es ein öffentlicher Vortrag ist, will ich da ganz kurz ein paar Worte zur Differentialgeometrie sagen. Der Name sagt natürlich schon, dass es um die Anwendung von Differentialrechnung auf Geometrie geht. Ich beginne hier mit einer ebenen Kurve, das ist diese Kurve C, die sei hinreichend glatt, dann gibt es in jedem Punkt eine Tangente und dann gibt es einen noch besser passenden, wie man sagt, von zweiter Ordnung passenden Kreis, den sogenannten Krümmungskreis. Wie man den sich vorstellen kann, erkläre ich ein wenig später. Der Krümmungskreis hat einen bestimmten Radius
Und der Kehrwert dieses Radius wird als Krümmung bezeichnet und das ist durchaus vernünftig, denn ein großer Krümmungskreis, einen großen Radius, bewirkt dann eine kleine Krümmung. Für uns interessant sind aber die Flächen. Also wir betrachten jetzt eine Fläche, das ist diese blaue Fläche hier und es ist unbedingt nötig, etwas über das Krümmungsverhalten der Flächen zu sagen. Ich möchte vorerst erklären, was eine Normalkrümmung ist. Wir betrachten einen Flächenpunkt, dort die berührende Ebene, die sogenannte Tangentialebene, durch den Flächenpunkt dann die Normale auf die Tangentialebene und jetzt legt man Ebenen durch diese Normale, wie zum Beispiel diese grüne Ebene R hier. Die Ebene schneidet die Fläche in einer Kurve. Für die Kurve kann man in dem Punkt P, den wir betrachten, die Krümmung berechnen. Und das nennt man die Normalkrümmung zu dieser Richtung U. Also U ist die Spur dieser Ebene in der Tangentialebene. Man gibt diesen Normalkrümmungen auch Vorzeichen. Man sagt, die eine Seite, also die hier nach oben weiß zum Beispiel, ist die positive Seite der Tangentialebene und die andere die negative. Und je nachdem, ob dieser Schnitt mit der grünen Ebene jetzt lokal um den Punkt B herum in der positiven oder negativen Seite liegt, gibt man dieser Krümmung noch ein Vorzeichen. In meinem Beispiel wäre das negativ. Und wenn man jetzt diese Ebene um die Flächennormale rotieren lässt und immer diese Normalkrümmung berechnet, kommt man im Allgemeinen zu verschiedenen Werten. Es treten aber zwei Extremwerte auf und das sind die sogenannten Hauptkrümmungen. Und diese Hauptkrümmungen treten zu rechtwinkligen Tangentenrichtungen auf. Das sind die Hauptkrümmungsrichtungen. In meinem Bild ist das so. Hier ist eine dieser Hauptkrümmungen, Krümmungsrichtungen, da die X-Achse. Die Schnittebene wäre also dann die Ebene, die X mit der Flächennormalen verbindet. Und dieser eine Schnitt ist hier. Und die andere Hauptkrümmung wäre die Hauptkrümmungsrichtung wäre die Y-Achse, zusammen mit der Z-Achse verbunden mit der Flächennormalen zu einer Ebene und geschnitten gibt es diesen Schnitt. Und dessen Krümmung ist dann die andere Hauptkrümmung. Man bildet dann gerne mit Gauss das Produkt dieser Krümmungen, liefert die sogenannte Gauss-Krümmung. Wenn das Produkt positiv ist, heißt das, dass die Fläche lokal auf derselben Seite der Tangentialebene liegt und so ausschaut, wie in diesem Bild abgebildet. Negative Gausskrümmung heißt, dass die Fläche sattelförmig ist und die Tangentialebene würde diese Fläche schneiden. Die Fläche liegt in jeder noch so kleinen Umgebung dieses betrachteten Punktes zu beiden Seiten der Tangentialebene. Also für die Anwendungen ist oft dieser negativ gekrümmte Teil ist schwieriger, wie wir sehen werden. Und Gaußsche Krümmung 0 tritt zum Beispiel auf am Übergang natürlich zwischen positiver und negativer Krümmung. Hier haben wir bei diesem Torusring außen positiv, da innen negativ und da oben bei diesem sogenannten Plattkreis Gaußsche Krümmung 0. Es gibt aber auch Flächen und die sind für uns sehr wichtig, die artikelbaren Flächen, wo überall diese Gaußsche Krümmung gleich 0 ist. Nun zurück zum Problem. Das Problem war folgendes. Wir hatten eine Fläche, sei diese braune Fläche, und wollen diese durch ein Netz aus ebenen Vierecken approximieren. Und zwar soll das ein schönes Netz sein, so wie hier. Das schön verstehe ich folgendes, auf so einem Vierecksnetz bilden sich so dominante Polylinien aus, die fahre ich da gerade ab mit meiner Maus, und die sollen nicht irgendwie wild zickzack gehen, sondern sollen glatte Kurven annähern. Und in diesem Fall gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Geometrie dieses Netzes und dem Krümmungsverhalten der zugrunde liegenden Fläche, nämlich so, wenn eine dieser dominanten Polylinien in einer bestimmten Richtung durch einen Punkt geht, ist die andere Richtung, in der die zweite, diese quer dazu verlaufende Polylinie hindurchgeht, bereits bestimmt. Und diese Abbildung da von der schwarzen in die blaue Linie ist die sogenannte Konjugiertheitsrelation aus der Differentialgeometrie hängt mit der Krümmung zusammen. Man kann sich so vorstellen, diese konjugierten Richtungen gegeben ist eine Fläche. Wir betrachten da den Punkt X und eine Richtung, eine Tangente T1. Um die konjugierte Richtung zu finden, stelle man sich vor, man nimmt in einem beliebigen Punkt dieser Tangente T1 einen Punkt Z an, das ist eine Lichtquelle, punktförmige Lichtquelle, von der aus wird die Fläche beleuchtet. Dann wird es einen Teil geben, der beleuchtet ist und einen anderen, der im Eigenschatten liegt.
Per Konstruktion ist diese Tangente T1 dann ein berührender Lichtstrahl, also geht diese Schattengrenze durch den Punkt X hindurch und zwar mit einer bestimmten Tangente T2, die genau die konjugierte Tangente. Also wenn Sie sich jetzt im Kopf vorstellen wollen, vielleicht anhand einer Kugel, kommt man schnell drauf, dass bei der Kugel diese konjugierten Richtungen immer rechtwinklig sind. Das sind übrigens natürlich dann auch Hauptkrümmungsrichtungen und allgemein ist aber so, dass diese Rechtwinkigkeit konjugierter Richtung die Hauptkrümmungsrichtungen kennzeichnen. Das wird später dann noch wichtig sein. Was hier vorliegt, ist eigentlich ein Konzept der diskreten Differentialgeometrie. Denn streng genommen ist natürlich, kann man nicht sprechen jetzt von einer Krümmung unseres Vierecksnetzes, jedenfalls nicht in der klassischen Theorie. Die ebenen Flächen hätten Krümmung 0 und in den Kanten und Ecken ist dieses Netz nicht einmal differenzierbar und da kann man die klassische Theorie nicht anwenden. Die diskrete Differentialgeometrie erweitert die klassische Theorie. Das ist also ein aktives Forschungsgebiet und gerade in Deutschland, also insbesondere in Berlin, auch in München, wird das sehr aktiv betrieben und ich verweise da auf das schöne Buch von Bobenko und Suris. Ich möchte hier zuerst nicht über die Flächen, sondern über den viel einfacheren Fall der Kurven sprechen. Bei den Kurven ist also eine diskrete Kurve ist eigentlich nur so eine Polylinie. Sie haben da Ecken verbunden durch geradlinige Seiten. Das ist hier eingeschrieben einer glatten Kurve zur Visualisierung. Und natürlich können wir diese Polylinie verfeinern. Und wenn man immer mehr verfeinert, bekommt man in der Grenze die glatte Kurve. Und aus der Schule wissen wir schon, dass aus einer Sehne nach Verfeinerung in der Grenze die Tangente wird. Also man kann auch sagen, diese Seitengeraden der Polylinien sind diskrete Tangenten. Jetzt kann man von dieser Polylinie drei aufeinanderfolgende Ecken nehmen. Die sind hier bezeichnet mit C1, C2 und C3. Das sind die Ecken eines Dreiecks, das hat einen Umkreis. Und dieser Umkreis ist sozusagen der diskrete Krümmungskreis in C2. Und wenn man es wieder verfeinert, wird dieser Umkreis der drei Punkte eine Grenzlage einnehmen und das ist genau der Krümmungskreis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dessen Radius ist der Krümmungsradius und der Kehrwert ist die Krümmung. Man kann mit solchen diskreten Überlegungen eigentlich relativ weit kommen. Das haben wir versucht in unserem Buch über Architekturgeometrie so zu machen. Das ist für Architekten, für Studierende der Architektur gedacht und jedenfalls an der Technischen Universität Wien und auch an vielen anderen Universitäten hat man im Architekturstudium keine über das Abitur hinausgehende Mathematikausbildung, weshalb es eigentlich wichtig ist, mit relativ wenig auszukommen. Und da ist diese diskrete Methode eigentlich ganz gut geeignet, um zumindest die richtige Vorstellung von gewissen Konzepten zu vermitteln. Nun komme ich wieder zurück endlich zum Problem. Die Approximation und die Annäherung einer gegebenen Fläche mit so einem Netz aus ebenen Vierecken, das beruht auf einer numerischen Optimierung, also eine schrittweise Verbesserung der Lösung. Und wichtig ist, dass man richtig startet. Man kann nicht ein beliebiges Vierecksnetz mal auslegen, wo die Vierecke alles andere als eben sind und dann hoffen, dass die Numerik das Problem löst. Das wird sie nicht. Es ist wichtig, dass man diese Konjugiertheitsrelation in einer geeigneten Form schon berücksichtigt. Es stellt die Frage, ist das für die Praxis tauglich? Hier mal ein Beispiel, wo es gut geklappt hat, ein Projekt von Zaha Hadid, sehr schön aufgelöst hier als Vierecksnetz, ebene Vierecke. Da stechen gewisse Punkte ins Auge, wie zum Beispiel dieser Punkt hier. Inwiefern ist der speziell? Nun, das ist ein Punkt, wo fünf Kanten zusammenstoßen, während generisch einem Vierecksnetz nur vier zusammenstoßen. Und diese sogenannten kombinatorischen Singularitäten sind ganz wichtig, dass die beim Startnetz schon vorhanden sind, sonst wird die numerische Optimierung vielleicht kein gutes Ergebnis liefern. Hier dann ein Rendering als Fassade. Hier ein reales Projekt in Melbourne, eine Shopping Mall von außen. Man sieht sehr schön hier die ebenen Vierecke. Wurde meines Wissens auch mit der Software der Firma Evolute gerechnet. Innen hier zwei Ansichten. Sieht man auch schön, dass man sich wirklich bemüht hat, hier ästhetische Polylinien zu generieren. Ein schwieriges Projekt war folgendes. Das Museum für Islamische Kunst im Louvre. Das war ein Projekt mit Wagner Biro.
Die Architekten haben dieses Dach dort, das gekrümmte, als Dreiecksnetz abgeliefert und Wagner Bierot uns gefragt, könnten Sie nicht weniger Material hier verwenden und statt der Dreiecke Vierecke machen? Man kann Vierecke machen, ich zeige hier eine Lösung, es gibt sehr viele Lösungen, aber keine hat dem Architekten gefallen. Und der Grund war der, dass hier ein starker Wechsel von positiven zu negativen Krümmungen vorliegt und dass am Rand gewisse Richtungen auftreten, die fast zu sich selbst konjugiert sind. Also wo der Zusammenhang zwischen dem Auslegen des Vierecksnetzes und dem Krümmungsverhalten negativ mitspielt. Und daher ist das in der Form nicht gelungen. Was aber gelungen ist, ist Folgendes. Wir konnten ein hybrides Netz rechnen aus ebenen Vierecken und aus Dreiecken. Dadurch ist auch einiges an Stahl weggefallen. Die Firma Wagner Bierot den Auftrag bekommen. Man sieht hier auch schön bei der Baustelle die ebenen Vierecke und hier die Dreiecke. Nachher kommt dann noch eine weitere Lage drüber und ist gar nicht mehr sichtbar, in dem Fall die Vierecke. Nun zu den Vierecken möchte ich nochmal kommen. Das ist für die Praxis oft interessant, Vierecke zu haben, die möglichst rechtwinklig sind, möglichst rechteckig sind, also möglichst rechteckig. Nun wissen wir bereits, diese Konjugiertheitsrelation, und ich habe auch schon erwähnt, dass konjugierte Richtungen, die rechtwinklig sind, diese Hauptkrümmungsrichtungen sind, und daraus schließt man schnell, dass man hier nicht viele Freiheitsgrade hat. Dieses Vierecksnetz mit möglichst rechteckigen Paneelen muss so ausgelegt sein, dass die Kanten möglichst den Hauptkrümmungsrichtungen dieser gegebenen Referenzfläche folgen. Aber möglichst rechteckig ist eigentlich nicht schön. In der diskreten Differentialgeometrie gibt es da was Schöneres, und das eine sind die zirkulären Netze. Ja, ich sollte noch sagen, es ist nicht möglich, eine freie Form aus exakten Rechtecken zu bauen. Das überlegt man sich gleich. Daher möglichst rechteckig. Und das zirkuläre Netz, das Bild zeigt, ist dadurch definiert, dass jedes Viereck einen Umkreis besitzt. Dadurch ist es automatisch eben natürlich. Und bei einem Kreisviereck weiß man schon aus der Schule, dass die Summe gegenüberliegender Winkel hier 180 Grad ist, also der Mittelwert 90 Grad. Man sieht diese Rechtwinkligkeitsbedingung eigentlich schon. Für die Architektur noch etwas besser sind die sogenannten konischen Netze, die ja auch wirklich entwickelt wurden hier im Zusammenhang mit der Architekturgeometrie. Ein konisches Netz ist ein Netz wieder aus ebenen Vierecken, und jetzt liegt die Rechtwinkligkeitsbedingung in den Ecken. Und zwar ist es so, dass die vier Ebenen, die in einer Ecke zusammenstoßen, einen Drehkegel berühren sollen oder einen geraden Kreiskegel. Man könnte auch sagen, eine Kugel berühren, nur ist die Kugel nicht eindeutig, der Drehkegel schon. Und dieser gerade Kreiskegel hat eine Drehachse, diese Drehachse ist hier gezeichnet. Das ist so eine Art diskrete Flächennormale. Man braucht den Kegel in Wirklichkeit nicht testen, man kann wieder eine äquivalente Winkelbedingung ableiten, und zwar in jeder Ecke ist die Summe gegenüberliegender Winkel gleich, also hier die Summe der beiden weißen Winkel wäre gleich der Summe der beiden grünen Winkel. Diese Summe ist nicht genau 180 Grad, aber je mehr man verfeinert, umso mehr wird das 180 Grad. Und man hat natürlich wieder diese 90 Grad im Limit dann als Schnittwinkel. Zu diesen Kegeln ist noch etwas Wichtiges zu sagen. Das sind ja symmetrische Objekte, sie sind spiegelbildlich bezüglich jeder Ebene durch die Drehachse, und daraus schließt man Folgendes. Man hat jetzt in jeder Ecke eines konischen Netzes so einen Drehkegel mit einer Drehachse, und diese Drehachsen, die zu den Eckpunkten einer Kante gehören, liegen in einer Ebene. Und das kann man nützen bei der Auslegung der Tragstruktur. Man kann nämlich hergehen und kann die Mittenebenen der prismatischen Träger in diese grauen Ebenen legen. Dann schneiden die vier Träger Mittenebenen jedenfalls, die in einen Knoten zusammenkommen, schön in einer Achse, in der Knotenachse. Man nennt sowas einen torsionsfreien Knoten. Das ist bei der Bauausführung ein Vorteil. Hier sieht man das eigentlich auch, diese Knotenachse bei diesem Shopping Center in Melbourne. Noch schöner sieht man das hier bei einem Projekt in Abu Dhabi. Das ist zwar kein konisches Netz, da sieht man aber die Knotenachsen sehr gut ausgebildet. Wieder das Ergebnis in diesem Fall einer Optimierung. Ich habe vorhin gesagt, man kann keine freie Form aus lauter Rechtecken bauen. Das ist richtig.
Man kann aber Folgendes tun. Man kann exakte Rechtecke anordnen in einem Schachbrettmuster, so wie hier. Die schwarzen auf der linken Figur sind exakte Rechtecke und die weißen Vierecke sind ebene Vierecke. Rechts sind die dunkelblauen sogar Quadrate und die weißen sind eben. Ich zeige das deshalb, weil das ein interessantes Beispiel ist, da hier noch ein Rendering, für etwas, das durch Design motiviert wurde. Wir wurden eigentlich motiviert zu dieser Idee durch die Logos der Olympischen Spiele in Tokio, die ja leider abgesagt wurden für heuer. Und diese Logos sind genau solche Muster, in diesem Fall sogar nur aus drei Typen von dunklen Rechtecken, nämlich Quadraten, Rechtecke mit dem Seitenverhältnis 2:1 und 4:1. Und einer unserer Postdocs ist da auf die Idee gekommen, das zu verallgemeinern. Das war auch möglich. Dann sind wir dazu übergegangen, das in den Raum zu verallgemeinern. Und dann kamen wir eigentlich auf diese Idee, dass man da sehr viel machen kann mit diesem Ansatz. Ich gehe heute nicht genauer darauf ein, aber da gibt es eine sich entwickelnde Theorie dahinter und auch für gewisse praktische Dinge ist diese Idee sehr gut verwertbar. Generell war es so, dass in verschiedenen Fällen reine Mathematik entstanden ist und dann weiter betrieben wurde innerhalb der Mathematik. Zum Beispiel diese Tragstrukturen, über die ich gesprochen habe, sind in Bezug zu Netzen in konstantem Abstand, zu Offsets, das hat eine neue Krümmungstheorie für polyhedrale Flächen geliefert und so weiter. Da könnte ich einiges dazu aufzählen. Nun wollen wir diese ebenen Paneele verlassen und zu gekrümmten Elementen übergehen. Und ich gehe über zu einfach gekrümmten Elementen, sogenannte abwickelbare Flächen. Die entstehen, wenn man arbeitet mit ursprünglich ebenen Materialien, die man leicht biegen kann, aber nicht leicht dehnen. Beispiel Papier. Das Papier können Sie biegen in eine abwickelbare Form. Gewisse Plastikmaterialien, Kunststoffe, Bleche. Schon gesagt, Frank Gehry hat das sehr viel verwendet in seiner Architektur hier bei Blech, aber auch in gewisser Weise gilt das für manche Holzplatten. Diese abwickelbaren Flächen hat man in drei Grundtypen in der Mathematik, in der Geometrie. Der erste Grundtyp ist der Typ des Zylinders. Das Bild, glaube ich, sagt alles. Es ist eine Fläche, die aus einer stetigen Schar paralleler Geraden gebildet wird. Die Basislinie braucht jetzt kein Kreis zu sein, so wie in der Schule, sondern eine beliebige Kurve. Und man kann längs so einer Geraden auf dem Zylinder eine Ebene berührend anlegen, die berührt längs der gesamten Geraden. Zweiter Grundtyp sind die Kegel. Da gehen alle diese Geraden durch einen Punkt. Und wieder gibt es eine berührende Ebene längs dieser Geraden, die berührt längs der ganzen Geraden. Das sind aber zwei Sonderfälle. Der allgemeine Fall entsteht folgendermaßen. Man nimmt eine Raumkurve, wie hier diese rote Kurve. Die soll nicht in einer Ebene liegen, damit was Interessantes entsteht. Und betrachtet die Tangenten dieser Kurve. Da ist eine, die bilden eine gewisse Fläche, die sogenannte Tangentenfläche einer Raumkurve. Und die ist auch eine abwickelbare, in die Ebene ausbreitbare Fläche, ohne Verzerrungen. Oder umgekehrt könnte man es aus Papier bauen. Und wieder berührt die Tangentialebene längs einer ganzen Geraden. Da kann man jetzt ein einfaches, diskretes Modell erzeugen. Und das steht in Bezug zu dem, was ich vorhin gesagt habe über die ebenen Vierecksnetze. Und zwar betrachten wir einfach einen Streifen ebener Vierecke. Den kann man natürlich verzerrungsfrei in die Ebene ausbreiten. Man braucht ja nur um diese gemeinsamen Kanten so drehen, dass da über 180 Grad Winkel entsteht. Und dann kann man das verfeinern und dabei trachten, dass diese Vierecke eben bleiben und bekommt in der Grenze einen abwickelbaren Flächenstreifen. Und das kann man nun so erweitern, dass man ein Netz aus ebenen Vierecken nimmt, in einer Richtung verfeinert und die Ebenheit beibehält. Und in der Grenze bekommt man ein sogenanntes abwickelbares Streifenmodell, eine Fläche, die aus abwickelbaren Streifen generiert ist. Hier ein Rendering eines solchen Modells, sieht fast nach einer echten Architektur aus, ist es aber nicht. Es sieht auch so aus, als wäre es aus Glas gemacht. Wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, dass es nicht so einfach ist, eine allgemeine abwickelbare Fläche aus Glas zu bilden.
Aber ich zeige Ihnen vorher noch etwas anderes. Hier ein abwickelbares Streifenmodell und dann diese verebnete Form, diese ebene Abwicklung, wie man da sagt, der einzelnen Streifen. Das geht natürlich aus Papier ganz leicht, aber es geht interessanterweise auch aus Beton. Hier sehen Sie unten so ein Streifenmodell, hier die Abwicklung, die ebene Ausfertigung. Das wird dann aus Beton gegossen. Und unter dieser Platte, dann hat natürlich Fugen, ich zeige gleich ein Video, dann wird es noch klarer, liegt, ja, einfach ausgedrückt, ein Ballon, also eine pneumatische Struktur, die dann, der Ballon wird aufgeblasen und das hebt dann die ganze Struktur. Dieser Beton biegt sich noch, obwohl er schon fast eine Woche ausgehärtet ist. Damit vermeidet man die teure Schalung. Das ist eine Methode, die an der Technischen Universität Wien von den Ingenieuren Kollegen und Kromos entwickelt wurde. Und ich zeige dazu ein Video in der Hoffnung, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, sieht gut aus. Das ist natürlich jetzt stark beschleunigt. Hier der ebene Zustand. Da sieht man schön die Lücken hier dazwischen, da ebenfalls. Ja, da gibt es noch eine Struktur, die das ein bisschen erleichtert, das Zusammenfügen dieser Lücken. Da klafft noch ein Spalt. Es wird da immer mehr Luft hineingeblasen und Sie sehen sehr schön, wie sich die Lücken schließen und die gewünschte Form entsteht. Natürlich kann man jetzt gar nicht rein, muss man irgendwo aufschneiden. Ja, jetzt ist man schon drinnen, das hat man hier ein wenig brutal aufgeschnitten, würde vielleicht so nicht stehen, aber man muss bedenken, wenn man bereits diese Betonform hat, ist das ja selbst eine Schalung und kann dann eine verstärkende Schicht darüber legen. In dem Zusammenhang ein reales Projekt mit etwas mehr Detail. Ich zeige es deshalb, weil es vielleicht das einzige Projekt war, wo die Geometrie schon im Wettbewerb beteiligt war. Das ist also vor fast 7, 8 Jahren entstanden. Ein Projekt auf dem Eiffelturm, das wurden 3 Pavillons errichtet mit gekrümmten Glasfassaden. Der Wettbewerb wurde dann gewonnen und dann stellt sich die Frage, wie wird das wirklich genau ausgeführt? Nur, wenn man bedenken, wurde das schon geometrisch so gemacht, dass die Trennlinien dieser Paneele bereits in Hauptkrümmungsrichtung erfolgen. Und jetzt hat man die Aufgabe, dort Paneele einzufügen. Man kann noch gewisse Ungenauigkeiten zulassen, so kleine Abstände sind möglich, das verschwindet in der Fuge und gewisse Knickwinkel werden auch nicht vermeidbar sein. Man hat hier sogar wegen dieser speziellen Auslegung der Geometrie die Möglichkeit, ebene Vierecke zu verwenden, wäre eine saubere Lösung gewesen, hat aber dem Architekten nicht gefallen, weil es zu facettiert erscheint. Dann kann man diesen Trick anwenden, Übergang zum Streifenmodell durch Verfeinerung in einer Richtung. Hat dem Architekten sehr gut gefallen, hat aber den Nachteil, dass man diese abwickelbaren Flächenstreifen gar nicht so einfach aus Glas herstellen kann. Natürlich kann man Glas biegen, vor allem aber durch geeignete Maschinen und die Formen, die man dabei erreichen kann, das wird also erhitzt und dann gebogen, die Formen sind Zylinder, genauer genommen Zylinder mit kreisförmigem Normalschnitt, also Drehzylinder. Das ist kein Problem. Man kann jetzt diese einzelnen Paneele durch solche Zylinder annähern. Ich zeige hier einen größeren Ausschnitt des Zylinders, damit man auch wirklich glaubt, dass das einer ist. In Wirklichkeit wird natürlich nur ein kleines Stück davon verwendet. Und so kann man weitergehen. Beachten Sie jetzt Folgendes. Wenn ich zum nächsten Panel gehe, ändert sich diese Stellung des Best approximieren Zylinders fundamental. Der dreht sich da fast um 90 Grad und geht dann nach unten. Jetzt kann man nachsehen, wie schaut das Ergebnis aus. Nicht so toll, da gibt es Lücken von fast 3 Zentimeter, das ist zu groß. Man hat aber auch naiv gearbeitet, weil man lokal approximiert hat. Das kann man in eine einzige globale Optimierung werfen und erzielt ein besseres Ergebnis. Lücken werden kleiner, die Knickwinkel auch. Aber wenn man das rendert, sieht es so aus. Das sieht man ganz klar hier diese eine Linie. Und das rührt genau von dem Effekt her, den ich vorhin genannt habe. Der best approximierende Zylinder dreht sich vor fast um 90 Grad, wenn man von einem Panel da zum nächsten geht.
Das kann man natürlich verhindern in der Optimierung und etwas bekommen, was dem Architekten schon gut gefallen hat. Dann kann man noch die Knickwinkel zwischen den einzelnen Streifen ausgleichen, sodass man überall fast denselben Winkel hat. Und da wurde dann gebaut. Die größte Lücke ist bei 3,6 mm. Die Knickwinkel längs der Streifen sind fast zu vernachlässigen. Und zwischen zwei solchen Streifen sind sie kontrolliert ungefähr 6 Grad. Das ist ein Rendering dieses Ergebnisses. Und hier natürlich inzwischen ist das gebaut. Mit ähnlichen Methoden wurden auch andere Projekte gebaut. Ich zeige hier noch etwas ganz Neues aus unserer Forschung. Das ist erst wenige Monate alt. Wir haben inzwischen ein System für den digitalen Entwurf von Fassaden, deren Paneele durch Kaltbiegen von Glas geformt werden können. Das heißt, braucht man nicht mehr diese Maschinen. Man kann Glas auch bis zu einem gewissen Grad kalt biegen. Die Methodik ist hier eigentlich eine Mischung aus numerischer Simulation, das ist Mathematik klarerweise, und künstliche Intelligenz, ein neuronales Netz. Durch Simulation erzeugt man sehr viele Daten. Wir haben da 1,5 Millionen Paneele gerechnet und diese in so ein Netz gefüttert. Und das ist dann die Basis eines interaktiven Modelliersystems. Hier ein Ergebnis gerendert und ein Ausschnitt davon als echtes Modell. Also es scheint jedenfalls zu funktionieren. Ich gehe nun weg von der Architektur und komme kurz auf Origami zu sprechen. Dieses Bild zeigt Eric Demain und das ist ein bewundernswerter Mensch, ein Genie. Er hat mit 14 den Bachelor gemacht, wurde mit 20 Professor am MIT und ist der jüngste Professor, den das MIT jemals berufen hat. Eric ist ein Mathematiker, Informatiker und auch Künstler und zusammen mit seinem Vater Martin haben sie Objekte generiert durch Falten von Papier oder ähnlichen Materialien längs Kurven. Hier ein ganz besonderes Objekt, wo dieses gefaltete Ding in einem geschlossenen Glascontainer ist. Wie man sowas reinbringt, weiß ich nicht. Basis ist Folgendes für viele dieser Projekte. Man nimmt einen Ring, hier einen Kreisring, faltet den längs konzentrischer Kreise und bekommt ganz bemerkenswerte Figuren. Ob das mathematisch exakt möglich ist, ist eigentlich noch unklar. Gibt es nur Sonderfälle, wo klar ist, dass das geht. Aber jedenfalls mit Papier, das Verträg hat doch ein wenig Spielraum, funktioniert das sehr gut. Wir haben uns interessiert für den digitalen Entwurf solcher Strukturen. Und ich möchte da nur auf Folgendes hinweisen. Es ist bemerkenswert, dass wenn man die Faltwinkel, ja, längs dieser Kurven, wo gefaltet wird, noch zusätzlich konstant hält, kann man diese Faltmodelle, diese gekrümmten Origami-Modelle in gewisser Weise, durch spezielle konische Netze darstellen. Und zwar, konisches Netz hatten wir vorhin, wir haben dieses Bild hier gesehen, wir wissen, dass die Summe der grünen Winkel gleich der Summe der weißen ist. Hier muss man verlangen 180 Grad als Summe, damit die Summe aller vier Winkel 360 Grad ist und das dann in die Ebene ausbreitbar ist. Der Unterschied zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist jetzt, dass das nicht mehr eine glatte Fläche approximiert, sondern hier so zickzack geht und bemerkenswerterweise also wieder diese konische Bedingung hier vorliegt. Das ganze konische Netz hier, das als Grundlage dient für dieses Origami, ist auch ein sogenannter flexibler Mechanismus. Und zwar, ich möchte das zeigen anhand eines Videos, das kann man da in die Ebene ausbreiten und wieder zurückfalten. Und dabei bleiben die einzelnen Vierecke starr, nur die Winkel natürlich ändern sich. Das sind als Drehgelenke ausgeführt. Hier ein Modell, ein gebautes und ein Video, das auch irgendwie zeigt, dass man das auch tatsächlich machen kann. Hier sind die Felder vielleicht nicht hundertprozentig starr, daher ist es gar nicht so super einfach, das zusammenzufügen. Aber jedenfalls verifiziert das sozusagen die Rechnung. Also wir machen das sehr gerne, dass wir auch immer physikalische, echte Modelle, reale Modelle bauen und nicht nur uns auf die Bilder verlassen. Hier sind weitere Bilder. Hier das Bild, hier das Modell dazu. Hier wieder eine Referenzfläche gegeben, als solche Struktur dargestellt. Bitte bedenken Sie, wenn man hier keinen digitalen Entwurf hätte, wäre es sehr schwer, durch
Einzeichnen von Kurven auf einem ebenen Stück Papier, diese Kurven so einzutragen, dass gerade die gewünschte Form entsteht. Das wäre sehr schwer. Aber natürlich mit dem digitalen Zugang kann man eine gewünschte Form erzählen. Hier die ebene Abwicklung beruht, zerfällt hier in zwei Teile, die muss man dann zusammenkleben und hier wieder das Papiermodell. Auch vor kurzem haben wir Folgendes gemacht, das nennt sich Kirigami und ich zeige da wieder ein Video dazu. Hier die räumliche Struktur, die Ausbreitung in die Ebene, da öffnen sich jetzt Löcher. Also bei Kirigami ist es erlaubt, aus dem ebenen Papier noch Löcher auszuschneiden oder Schnitte zu machen. Ein weiteres Beispiel sieht so ähnlich aus wie die Tragstrukturen, über die ich gesprochen habe. Und das kann man jetzt wieder zurückfalten. Es gibt auch kompliziertere Modelle, wie zum Beispiel das folgende. Das sieht schon wesentlich komplizierter aus. Hier wieder die ebene Ausfertigung. Dann kommt, glaube ich, noch ein weiteres Modell, das einen Kopf zeigt, der hier in zwei Hälften als Kirigami erzeugt wird. Wieder kann man das ausbreiten in die Ebene. Da gibt es dann Löcher und das müsste man wieder zusammenfügen. Ich glaube, aus Papier wird dieser Kopf schwerer erzeugbar, nicht so einfach, wie man glaubt. Aber jedenfalls lassen sich Modelle aus Papier sehr wohl erzeugen. Hier unten sogar eines aus Holz. Da gibt es so eine gewisse Richtung in zum Teil auch den theoretischen Materialwissenschaften, die sich mit geometrischen Materialien befasst. Das hängt auch mit diesem Origami und Kirigami zusammen. Sie sehen, was gemacht wird. Man macht geeignete Schnitte in ein ebenes Stück und kann das dann verformen. Hier von einem quadratischen Umriss in einen kreisförmigen oder noch allgemeiner, man kann in eine beliebige Fläche geeignete Schnitte machen und das dann aufziehen und in eine andere Fläche umformen. Hier ein Beispiel von der Arbeitsgruppe von Marc Pauli an EPFL, hier mit so einem geometrischen Material aus einem ebenen Stück eine Maske generiert. Schließlich möchte ich noch kurz zu sprechen kommen über eine wichtige Angelegenheit, wenn man über Architektur spricht, und das ist natürlich die Statik. Wir wurden da motiviert durch diese faszinierenden Strukturen von Philipp Block an der ETH Zürich. Das sind in gewisser Weise Freiformgewölbe. Also diese Struktur ist gebildet aus Kalkplatten, sieht man hier sehr schön, die einzelnen Platten, und die sind nicht irgendwie verschraubt oder zusammengeklebt, sondern die halten ganz einfach zusammen durch die richtige Geometrie, natürlich durch das Festsetzen des Randes. Die Platten werden auf einer Bauform zuerst aufgelegt, auf einer Schalung, die muss später weggenommen werden, und wenn das richtig gerechnet ist, bleibt das stehen, einfach mit Hilfe der Schwerkraft, weil die richtigen Druckkräfte entstehen, die das Ganze zusammenhalten. Das ist gar nicht so schwer auszurechnen, ob so eine Struktur selbsttragend ist. Man muss ein Netz finden von Kräften, die längs Kanten operieren und so, dass Druckkräften, die in einem Knoten dann eine resultierende ergeben, die Lasten entgegenwirken, wenn sie zusammen mit dem Lasten im Gleichgewicht sind. Man muss natürlich die Lasten konzentrieren in den Knoten dieses Netzes. Ich gehe da nicht drauf ein, aber es sind relativ einfache Gleichungen. Ist eine vereinfachte Form natürlich, die man hier verwendet. Geeignet sich auch für interaktives Design. Hier ein Ergebnis. Es schaut aus wie ein Schweizer Käse, ist sicher kein schönes Design, aber es ist bemerkenswert, weil so viele Löcher drinnen sind. Das ist bei einer selbsttragenden Struktur nicht leicht zu erreichen. Wäre ohne digitalen Entwurf wahrscheinlich nicht möglich. Und da komme ich noch ganz kurz auf eine zentrale Aufgabe zu sprechen, nämlich eine gegebene Geometrie so zu gestalten oder so zu modifizieren, dass gewisse Nebenbedingungen aus Statik, Fertigung, Ästhetik ist ja auch wichtig, erfüllt sind. Das Ziel bitte ist hier nicht, dass man die Ingenieure entfernt aus dem Prozess, aber man will eine effektivere Produktentwicklung vom Design über Engineering zur Fertigung erreichen. Denn gerade im Bauwesen ist es aktuell immer noch so, zuerst kommt der rein geometrische Entwurf, dann geht es zum Ingenieur, da müssen der Entwurf zum Teil wieder geändert werden, weil die Statik oder andere Dinge nicht passen. Dann geht es zum Bauausführer, der will auch wieder gewisse Dinge ändern, weil es zu teuer wird und so weiter. Also das soll irgendwie in einem gestaltet werden.
Das ist, beruht auf einer Optimierung und man hat ohnehin schon immer viele Unbekannte, aber was ich hier hervorheben will, es ist manchmal nützlich, noch mehr Unbekannte einzuführen. Es sind vielleicht schon Tausende, aber man führt noch mehr ein. Und zwar so, dass die Nebenbedingungen, die man hat, möglichst einfach sind. Gut ist es, wenn sie höchstens quadratisch sind. Ein Linear wäre fein, das geht nicht, aber höchstens quadratisch. Und ich zeige ein Beispiel, und zwar das Beispiel, über das ich heute viel gesprochen habe, die ebenen Vierecke. Man könnte das leicht ausdrücken, dass vier Punkte in einer Ebene liegen durch Verschwinden einer Determinante. Das ist eine kubische, trilineare Bedingung. Es ist aber besser, einen Normalvektor dieser Ebene einzuführen als weitere Unbekannte und die Rechtwinkligkeit der einzelnen Kanten zu diesem Normalvektor auszudrücken, ist dann eine quadratische Bedingung. Und das passt besser zu diesen Optimierungsverfahren, die wir verwenden, also für die Experten, das sind so Levenberg-Markert-Methoden. Hier ein Ergebnis, das auch zeigt, wie man hier modellieren kann inzwischen. Ein Netz aus ebenen Vierecken, man startet ganz in der Ebene, da sind sie natürlich eben und Sie sehen, das ist interaktiv, direkt vom Bildschirm weg und es geht sehr schnell in hohe Genauigkeiten. Dunkelblau heißt total eben, nur bis 14 Nachkommastellen. Kurz würde man sagen, man hat da von der Ebene begonnen und mit einem einfachen Modell hier ist ein komplizierteres, da ist es natürlich etwas langsamer, ist allerdings kein optimierter Code. Und man kann hier sehr schön schon interaktiv modellieren. Aber soweit wird bisher nur da die Ebenheit der Penele berücksichtigt. Da ist vorerst noch keine Statik dabei. Das kommt noch dazu. Jetzt startet man mit einem Netz, das irgendwie besonders hoffnungslos aussieht. Aber Sie sehen, es lässt sich sehr leicht in die richtige Form bringen. Lauter ebene Paneelen. Beachten Sie auch, der Rand bleibt fest. Die Knoten gleiten da den Rand entlang. Muss man durch geeignete geometrische Betrachtungen hier formulieren. Inzwischen ist statisches Gleichgewicht dabei. Die Struktur wird hier entworfen. Wir haben wieder ebene Vierecke. Die Farbe hier in den Kanten deutet an, ob das Zug oder Druck ist, kompressive Kräfte oder Zugkräfte. Blau ist Zug. Und wenn natürlich jetzt diese Struktur sich nach vorne lehnt, muss das zurückgehalten werden und dann hat man hier diese blauen Zugkräfte, das ist nicht selbsttragend natürlich. Da müsste man nur Druckkräfte haben. Das kann man aber jetzt einstellen in diesem Programm. Es sind nur Druckkräfte erlaubt und keine Zugkräfte. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn der Designer wenig Ahnung hat, wie so eine selbsttragende Form aussehen könnte. Übrigens, das ist hier bereits eine selbsttragende Form mit Überhang. Also es muss nicht so ausschauen wie eine Kuppel. Und wenn man jetzt versucht, das nach vorne zu bringen, weigert sich das Ganze. Und es soll so sein. Ne? Es soll so sein, dass die Nebenbedingungen erfüllt bleiben. Das kann man noch weiter treiben. Man kann sich dann noch Gedanken machen, wie sehen Strukturen aus, bei denen man möglichst wenig Material braucht, zum Beispiel für die Tragstruktur. In solchen Fällen, wieder für die Experten, kommen die Hauptkrümmungslinien und die Hauptspannungslinien zusammen, sind dieselben Kurven. Ich möchte hier nicht weiter auf Details eingehen, sondern zum Schluss kommen. Es wäre noch viel zu sagen natürlich. Ich hoffe, man hat gesehen, dass diese Freiformarchitektur und vielleicht allgemeiner das Computational Design, der digitale Entwurf von Geometrie, Mathematik benötigt. Die Teilgebiete, die ich heute angesprochen habe, waren vor allem die Differentialgeometrie, insbesondere die diskrete Differentialgeometrie und die Optimierung, aber natürlich spielen andere Gebiete auch hinein. Allgemein ist es so, dass die Mathematik eine mächtige Basis für neue Designsoftware darstellt, die wichtig ist, wo nämlich bereits bei der Modellierung der Form Aspekte von Funktion und Fertigung, Material und so weiter berücksichtigt werden. Und das Schöne an der Mathematik ist natürlich, man hat gewisse Methoden entwickelt für eine Anwendung und es ist durchaus realistisch zu erwarten, dass diese auch für andere Anwendungen greifen. Damit möchte ich schließen, mich bedanken für die Geldgeber unserer Forschung und ganz besonders bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht gibt es ja noch Fragen zu meinem Vortrag. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Bitte gerne. So, ich sehe da jetzt mal. Oh ja. So, jetzt schaue ich mal auf die Fragen. Da sehe ich jetzt im Chat keine Fragen direkt. Darf ich eine Frage stellen? Auf jeden Fall. Ja, bitte gerne. Gibt es auch schon Möglichkeiten, irgendwie die Schwingungen mit einzubeziehen? Also das haben wir bis jetzt, das ist ja schon ein Thema, das haben wir aber nicht gemacht. Also ich habe auch bei der Statik vieles nicht einbezogen, was man einbeziehen müsste. Und das sind auch Dinge, die vielleicht mit dem, ich weiß nicht, ob das mit dem geometrischen Entwurf verbindbar ist. Bislang wurde es nicht gemacht. Das ist halt dann die Aufgabe der Ingenieure. Natürlich reicht es überhaupt nicht aus, hier statisches Gleichgewicht zu erzeugen, wobei nur das Eigengewicht hier berücksichtigt wurde. Sondern man müsste klarerweise auch weitere Lasten berücksichtigen. Also je nach Ort ist da der Schneedruck oder der Winddruck oder Erdbeben und so weiter, ist alles zu berücksichtigen. Was wir machen hier, das ist nur eine sehr vereinfachte Form, die so mit der geometrischen Modellierung verbunden werden kann, dass es interaktiv wird. Also ein Beispiel, das ich gezeigt habe, wo eigentlich etwas Kompliziertes schon dabei ist, ist dieses Beispiel mit dem kalt gebogenen Glas. Aber da war es eben so, dass wir ein neuronales Netz trainiert haben und dem liegt natürlich dann, liegen 1,5 Millionen Simulationen zugrunde. Also das ist auch möglich. Ja, also Schwingungen haben wir nicht berücksichtigt. Nein. Vielleicht gleich noch eine Frage im Anschluss. Wenn Sie sprechen über verschiedene Lastmodelle, haben Sie auch schon mal so robuste Optimierungsansätze probiert oder in Erwägung gezogen? Robust kann vieles sein. Einen normalen Least-Squares-Ansatz verwende sowieso selten. Ja, also in gewisser Weise ist das auf jeden Fall, also eine gewisse Robustheit ist schon vorhanden. Aber wie gesagt, wir verwenden Dinge, die halt mit der geometrischen Modellierung gut zusammenpassen und interaktives Design ermöglichen. Aber das ist noch in viele Bereiche erweiterbar. Also die Robustheit, ich schließe es nicht aus, dass das geht. Worauf ich nicht eingegangen bin, und das ist aber eigentlich was ganz Wichtiges, die numerische Optimierung an sich ist nicht das echte Problem oft. Das echte Problem ist die Initialisierung. Das Startnetz, mit dem man beginnt, die richtige Kombinatorik sozusagen. Wir wollen ja kombinatorische Optimierung vermeiden. Es wird auf jeden Fall zu langsam. Und da hat es sich als äußerst zielführend erwiesen, die Geometrie mit einzubeziehen, also das Geometrisch so weit zu verstehen, dass man durch diese geometrischen Betrachtungen zu einer guten Startlösung, zu einer guten Initialisierung der Optimierung kommt. Herzlichen Dank. Bitte. Ich sehe noch eine Wortmeldung. Ich würde die zum Sprechen erlauben. Sie haben das Mikrofon? Genau, jetzt. Genau, jetzt hören Sie mich? Ja. Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Das war wunderbar. Danke. Mich würde interessieren, wie Sie mit dem Datenaustausch zustande kommen. Mit welchen Programmen oder mit welchen Daten arbeiten die Architekten? Meistens ist das ja das AutoCAD, ne? Das Rhino. Ja? Das ist bei uns Rhinoceros. Aha. Ich meine, die Mathematik ist natürlich nicht betroffen von dem, aber es ist ja eine praktische Frage. Ja. Und gerade in diesem Freiformgebiet wird sehr viel Rhino verwendet, was natürlich bewirkt, dass die Modelle, die Freiformen, dann als sogenannte NURBS-Modelle reinkommen. Und NURBS ist vielleicht gut für die Automobilindustrie, aber schlecht für die Architektur. Nicht? Wer kann schon ein NURBS-Panel bauen? Und ja, also wir verwenden dann das, es gibt auch so Plugins inzwischen in das Rhino mit unseren Methoden, wo man direkt dann im Rhino das so modellieren kann, dass das eher baubar wird. Und was auch oft eine gute Idee ist, wenn man etwas Mathematik kann, kann man in dem Rhino das Scripting benutzen und mit Hilfe von RhinoScript
vielleicht sich selbst ein kleineres Problem lösen, das man da irgendwie bei einem architektonischen Projekt hat. Also wir haben bemerkt, dass es so ist, dass wenn man gewisse Dinge mal gelöst hat, werden sie vielleicht gar nicht mehr so interessant für die Architekten, weil sowas wurde dann ja schon gebaut. Man will wieder ganz was anderes machen. Ja. Und wenn man jetzt eine neue Idee hat, ist es nützlich, wenn man, ja, ich muss mich wiederholen, wenn man genug Mathematik kann, um wenigstens das Rhino-Skript sinnvoll zu verwenden. Ja, also das ist ganz nützlich. Also wir haben das oft verwendet in der Firma. Ich weiß nicht, ob gelegentlich auch AutoCAD-Daten reingekommen sind. Ist nicht wirklich ein großes Problem, weil man ja letztlich die Files, mit denen wir arbeiten, sind OBJ-Dateien für die Netze. Okay. Ja, bitte. Gut, danke. Bitte gerne. Ja, weitere Fragen? Ich habe noch eine Metafrage selber so ein bisschen. Es war, glaube ich, Toné, der dieses Holzbiegen geschafft hat und dadurch für das Design von Möbeln große neue Möglichkeiten. Richtig, ja, das ist richtig, ja. Und mir sieht das so aus, als wenn dieses Holzbiegen jetzt auf die Mathematik, auf den Modellentwurf übergegangen wäre. Jetzt aber eine Frage dazu. Ja. Was sind denn die technischen, also materialwissenschaftlichen Entwicklungen, die dann ihre Arbeit am meisten eigentlich beeinflusst oder weitergetrieben haben? Ja, also bei mir konkret ist es fast so, dass Dinge, die es schon in irgendeiner Form gibt, also wie sie Kaltbiegen von Glas, nicht? Man hat Erfahrungen gemacht mit dem Kaltbiegen von Glas. Und es hat dann natürlich kein System gegeben, das dieses Kaltbiegen direkt berücksichtigt beim geometrischen Entwurf. Und dann kann man hergehen und sich die Materialparameter vom Glas ansehen und in dem Fall ein neuronales Netz trainieren. Also mit Holz direkt haben wir, ja, also das waren ebene Paneele, also gebogenes Holz hatten wir nicht verwendet. Könnte man wahrscheinlich genauso mit ähnlichen Methoden bearbeiten. Also diese eine Methode, die ich da ganz kurz gezeigt habe mit dem kalt gebogenen Glas, da ist für die Methode selbst das Glas natürlich nicht wichtig. Das Glas geht ein dann bei der Simulation in das Poisson-Ratio und den Young's Modulus, nicht? Und den Rest ist, man könnte andere Materialien klarerweise auch verwenden. Was aber, Ihr Punkt ist schon ein wichtiger, weil ich nämlich glaube, dass für diese Freiformarchitektur der technologische Fortschritt auch ein wichtiger ist. Nicht? Kommt man mit einem neuen Material, das gewisse Dinge vereinfacht, so werden auf einmal diese freien Formen noch billiger baubar. Also das Material ist etwas ganz Wichtiges da. Und da erwarte ich mir eigentlich auch in der Zukunft interessante Anregungen für unsere Forschung, die ja zum Teil jetzt auch ein bisschen in diese geometrischen Materialien geht. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr und würde uns jetzt vom YouTube-Livestream verabschieden für die Closing Ceremony. Vorher aber Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Böhm. Das war wunderbar. Bitte gerne. War mir ein Vergnügen. Dankeschön.